Mit jedem Herzschlag wird Blut durch den Körper gepumpt. Ist die Herzklappe der Aorta zu eng oder schließt sie nicht richtig, kann nur eine künstliche Herzklappe auf Dauer helfen. Bei der Implantation wird die Herzklappe mit einem Stent verankert und mit einem Katheter über die Blutbahn in die Aorta geführt. Dort wird die Prothese aus dem Katheter gelöst, entfaltet sich selbst und wird über die erkrankte Herzklappe gesetzt. Bisher ist das Studienergebnis vielversprechend. Diese Methode könnte besonders dann helfen, wenn das Risiko einer Operation am offenen Herzen als zu hoch eingeschätzt wird.